Schöne Grüße, meine Freunde. Dies ist eine Karte der Vereinigten Staaten von Amerika. Die 48 zusammenhängenden Bundesstaaten und der District of Columbia nehmen zusammen eine Fläche von 3.119.885 Quadratmeilen ein. Von diesem Gebiet sind 2.959.064 Quadratmeilen zusammenhängendes Land, was 83,65% der gesamten US-Gebietsfläche ausmacht. Landfläche. Ungefähr 15% werden von Alaska, einem Bundesstaat im Nordwesten Nordamerikas, eingenommen, der Rest von Hawaii, einem Bundesstaat und Archipel im Zentralpazifik, und den 5 besiedelten, aber nicht rechtsfähigen Inselgebieten von Puerto Rico, amerikanisch Samoa, Guam und den nördlichen Marianeninseln und die USA-Jungferninseln. Allein gemessen an der Landfläche liegen die Vereinigten Staaten an dritter Stelle hinter Russland und China und knapp vor Kanada. Die Vereinigten Staaten sind gemessen an der Gesamtfläche, Land und Wasser, die dritt- oder viertgrößte Nation der Welt, rangieren hinter Russland und Kanada und sind fast gleichauf mit China. Die Rangfolge variiert je nachdem, wie zwei von China und Indien umstrittene Gebiete gezählt werden und wie die Gesamtgröße der Vereinigten Staaten gemessen wird. Die Küstenebene der Atlantikküste weicht weiter landeinwärts Laubwäldern und den sanften Hügeln des Piemont. Die Appalachen trennen die Ostküste von den großen Seen und dem Grasland des mittleren Westens. Der Mississippi-Missouri River, das viertlängste Flusssystem der Welt, verläuft hauptsächlich von Norden nach Süden durch das Herz des Landes. Die flache, fruchtbare Prairie der Great Plains erstreckt sich nach Westen, unterbrochen von einer Hochlandregion im Südosten. Verzeihung, bitte kommentieren Sie, wenn Sie die USA lieben. Auch weiterhin, die Rocky Mountains, westlich der Great Plains, erstrecken sich von Norden nach Süden über das Land und erreichen in Colorado eine Höhe von etwa 14.000 Fuß. Weiter westlich liegen das felsige Great Basin und Wüsten wie Chihuahua, Sonoran und Mojave. Die Gebirgszüge Sierra Nevada und Cascade verlaufen nahe der Pazifikküste. Beide Gebirgszüge erreichen Höhen von über 14.000 Fuß. Die niedrigsten und höchsten Punkte in den angrenzenden Vereinigten Staaten befinden sich im Bundesstaat Kalifornien und sind nur etwa 84 Meilen voneinander entfernt. Mit einer Höhe von 20.310 Fuß ist Alaskas Denali der höchste Gipfel des Landes und Nordamerikas. Aktive Vulkane sind auf Alaskas Alexander- und Aleuteninseln verbreitet. Und Hawaii besteht aus vulkanischen Inseln. Der Supervulkan, der dem Yellowstone-Nationalpark in den Rocky Mountains zugrunde liegt, ist die größte vulkanische Erscheinung des Kontinents. Die Vereinigten Staaten mit ihrer Größe und geografischen Vielfalt umfassen die meisten Klimatypen. Östlich des 100. Meridians reicht das Klima von feuchtkontinental im Norden bis feuchtsubtropisch im Süden. Die Great Plains westlich des 100. Meridians sind halbtrocken. Viele Berggebiete des amerikanischen Westens haben ein alpines Klima. Das Klima ist trocken im Great Basin, Wüste im Südwesten, mediterran an der Küste Kaliforniens und ozeanisch an der Küste von Oregon, Washington und Südalaska.
Der größte Teil Alaskas ist subarktisch oder polar. Hawaii und die Südspitze Floridas sind tropisch, ebenso wie seine Territorien in der Karibik und im Pazifik. Das ist alles. Danke fürs Zuhören. Bitte abonnieren Sie die besten Karten und aus Liebe zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Auf Wiedersehen.